Hallo, liebe Zuschauer. Dieser erste Asklepios-Krebskongress in Hamburg ist etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur eine neue Veranstaltung, sondern sie betrachtet diese Krankheit aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und darum treffen wir hier eine Reihe hochkarätiger Mediziner. Und das sind nicht nur Onkologen, sondern auch zum Beispiel Strahlentherapeuten, Radiologen, Chirurgen, Hämatologen, Gynäkologen, Urologen. Und damit ist die Liste sicherlich noch lange nicht vollständig. Und wir wollen wissen, was die Mediziner umtreibt, so wie wir es immer in unseren Interviews auch machen für Sie auf YouTube und auf Facebook. Herr Professor Ulthabe, Sie sind ja nun der Tagungspräsident. Für wen ist der Kongress hier gedacht? Ja, es ist ein neuer Kongress. Es ist also jetzt nicht ein weiteres Meeting, sondern es ist schon was Besonderes, was wir hier aufgestellt haben, dass wir uns um das Thema Krebs kümmern. Und vor allem nicht aus einer Disziplin heraus, zum Beispiel nicht aus der Gynäkologie, aus der Urologie, sondern dass wir alle Entitäten, alle Bereiche zusammengefasst haben, um das Thema Krebs zu bearbeiten. Das ist was Neues. Was erwarten Sie hier von diesem Kongress? Also ich erwarte mir hier von diesem Kongress einen interdisziplinären Austausch mit Kollegen aus der Chirurgie, Pathologie, Strahlentherapie und natürlich auch mit meinen Kollegen, die auch Gastroenterologie machen. Das heißt also, der Smalltalk vielleicht, wenn man es so nennen möchte, oder das Gespräch in den Pausen ist mindestens genauso wichtig wie die Vorträge auch? Das darf man nicht so laut sagen, aber das ist häufig auf den Kongressen wichtiger als die eigentlichen Vorträge. Weil wenn man sich kennt, dann kennt man auch seine Vorträge häufig. Aber das Gespräch zwischendrin, wie Sie es gesagt haben, das gibt häufig ganz viele, ganz aufschlussreiche Informationen. Zurzeit am stärksten beschäftigt mich eigentlich die medikamentöse Therapie des Mammakarzinoms. Was gibt es da an Neuerungen? Was können wir den Patientinnen anbieten? Welche neuen Chemotherapien, welche neuen Ansätze in der antihormonellen endokrinen Therapie? Und da erwarte ich hier wirklich auch, dass ich quasi die neuen Studienergebnisse erfahre, präsentiert bekomme und dass ich mich dann dort auch wiederum mit den Kollegen gut austauschen kann, damit die Patientinnen optimal behandelt werden. Was beschäftigt Sie zurzeit am meisten auf Ihrem Fachgebiet? Ja, letztendlich natürlich die vernünftige Therapieentscheidung zu treffen, Vorbehandlung, wann muss ich vorbehandeln, wann muss ich nachbehandeln, also all diese Fragen, die sich um Interdisziplinarität letztendlich ranken. Wann macht es Sinn, eine Vorbehandlung mit Chemotherapeutika zu machen, wann operiere ich zum günstigsten Zeitpunkt, Bestrahlung, ja, nein, da gibt es viele, viele Fragen, die hier gerade auf diesem Kongress sehr gut besprochen und dargestellt werden. Ich finde, dieser Kongress ist eine exzellente Gelegenheit, dass wir alle hier zusammen miteinander uns austauschen, hamburgweit. Und ich lerne Kollegen kennen, ich sehe, was hier für Wissenschaft betrieben wird. Und dieses Networking, was hier passiert, ist wunderbar. Und auch das Signal, was wir nach außen geben, Asklepios steht zusammen, wir machen gemeinsam gute Medizin. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Beim Lungenkrebs haben wir zwei Entwicklungen. Zum einen eine ganz aufregende Weiterentwicklung von Behandlungsmöglichkeiten, für die wir aber zum Beispiel viele Untersuchungen brauchen und das muss irgendjemand bezahlen. Das ist nicht einfach. Da finden wir Lösungen und haben auch schon gute Ansätze, gemeinsam auch mit der Politik und den Krankenkassen. Aber das ist natürlich etwas sehr Belastendes und teilweise merken wir das sogar den Patienten an, dass sie fragen, ist das bezahlbar? Das Thema Bewegung ist ganz prominent natürlich, weil wir eben wissen, dass wir mit Bewegung den Krebspatienten nach einer Erkrankung wesentlich helfen können und damit die Prognose deutlich verbessern können. Und dieser Punkt wird auch hier in dem Kongress aufgegriffen und wir sind uns einig unter den Experten, dass wir das Thema Bewegung zukünftig noch weiter stärken müssen und die Patienten darüber informieren müssen. Sie beschäftigen sich ja im Wesentlichen auch mit der personalisierten Medizin. Wohin geht denn da zurzeit die Entwicklung? Ja, die Entwicklung ist ganz stürmisch. Wir erkennen, dass hinter dem Etikett einer bestimmten Krebserkrankung, nennen wir sie mal Darmkrebs, ganz unterschiedliche Erkrankungstypen stecken, die auch ganz unterschiedlich therapiert werden können. Das ist erst am Anfang, aber es ist die Zukunft. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich das noch sagen darf, die Immunonkologie, also die verbesserten Möglichkeiten, auch Krebstumore immunologisch zu attackieren. Das ist auch eine ganz stürmische Entwicklung und auch ein großes Thema auf diesem Kongress.